So, herzlich willkommen zurück zu Road to 1100, dem Schach-Let's Play auf nächste Woche Mittwoch. Schön, dass ihr dran seid, dass ihr immer noch dran seid, würde ich sagen, denn es sind ja schon ein paar Folgen ins Land gegangen. Momentan hänge ich so im letzten Drittel, im letzten Viertel des Tausenderbereiches. Und kommen nicht wirklich voran. Also manchmal geht es einen Schritt voran, aber da geht es auch wieder einen Schritt zurück. Das ist jetzt gerade irgendwie blöd. Ich weiß auch nicht, was man dagegen machen kann, außer natürlich immer wieder spielen, spielen, spielen und besser werden. Und genau das probieren wir heute wieder mal. Wir starten mit einem Elo von 1079. Das tut schon weh, unter 80 gefallen zu sein. Aber eventuell können wir das heute ja wieder etwas verbessern. Und ich habe euch mal den Fehler 1079 bei Microsoft mitgebracht. Und zwar lautet der wie folgt: Fehler 1079, das für diesen Dienst angegebene Konto unterscheidet sich von dem Konto für andere Dienste, die im gleichen Prozess ausgeführt werden. Also man lernt doch einiges bei diesem Let's Play, das müsst ihr zugeben. Nichts Sinnvolles natürlich, aber man lernt. Und das ist ja wohl das Wichtigste. Wir gehen rein. Der Gegner hat ein Elo von 1013. Darf man nicht unterschätzen. Trotzdem müsste der uns ein wenig unterlegen sein. So, das hatten wir tatsächlich auch noch nie, dass hier direkt super offensiv mit der Dame angegangen wurde. Das Wichtigste, was man jetzt machen muss, ist dieses Feld schützen, weil wenn er da schlagen kann, dann habe ich ein Scheißproblem. Ja, nächstes Thema, dieses Feld wird doppelt angegriffen. Wie mache ich das jetzt? Wenn er nämlich hier mit der Dame reinfährt, habe ich natürlich verloren. Ich würde sagen, wir machen es ganz klassisch so. Ehrlich gesagt, mittlerweile kriege ich das ganz okay hin, diese Situation auszuspielen. Und jetzt habe ich noch eine gute Situation für mich erzeugt. Nämlich kann ich hier eventuell eine Springergabel anbringen, während ich hier ihn erstmal etwas ködere. Und ich bin schachmatt, denn wenn er hier reinschlägt, ist es vorbei und ich habe es nicht gesehen. So gut viel dazu. Oh mein Gott. Leute, ich kann nicht glauben, was hier passiert. Also, ich bin eigentlich schachmatt. Er muss hier nur noch reinschlagen. Aber irgendwie macht das nicht. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Das war so super, super knapp. Ich kann mir nicht erklären, wieso er das nicht sieht. Er müsste eigentlich auf diese Situation spezialisiert sein, wenn er so eröffnet. Ich komme gerade gar nicht drauf klar, welchem Schicksal ich hier gerade entgangen bin. Ich dachte, das war's. Ich dachte, das ist die kürzeste Folge aller Zeiten. Das war ja mal so dumm. Das darf mir nicht passieren, wirklich. Und ich behaupte noch, ich könnte das. Alter. Ganz, ganz schlicht. So, jetzt aber zurückfinden zum normalen Spielen. Das ist natürlich das Wichtige. Und irgendwie sich jetzt nicht zu sehr erschrecken lassen von diesem Moment. Weil letzten Endes hat er es nicht gesehen. Es ist sein Fehler. Es ist natürlich auch mein Fehler vorher. Aber es ist auch in dem Moment natürlich sein Fehler. Und das kann mir ruhig Mut machen. So. Ich glaube, ich tausche mal. Der ist jetzt nicht unterstützt. Ich helfe ihm mal nach. Alter, ich stehe immer noch leicht unter Schock. Muss ich leider zugeben. Das war irgendwie unangenehm gerade.
So, was ich versuche, ist hier hinkommen, ein bisschen Druck machen. Es ist kein raffinierter Zug. Generell Springer am Rand bewegen ist jetzt nicht so clever eigentlich. Aber in dem Fall wollte ich jetzt mal unmittelbar irgendwie oder über einen Schritt immerhin Druck machen. Und mich auch ein bisschen besser positionieren, weil ich hier natürlich nicht besonders gut ge gedeckt bin. So. Jetzt bin ich natürlich auch hier nicht so gut gedeckt durch den Läufer, der mich natürlich hier wegschlägt direkt. Und ich roch hier. Was soll ich sonst machen? Ich weiß es nicht. Ja, er spielt es okay. Also, er hat den Fehler, dass er es nicht gesehen hat am Anfang, aber insgesamt baut er doch jetzt auch sehr vernünftig auf. Man hat das oft, dass diese Leute einfach diese Eröffnung gut können und danach nicht mehr viel kommt. Spielaufbautechnisch. Wir werden sehen, was noch passiert, aber momentan sieht es natürlich jetzt. Also macht er das vernünftig hier, ne? So. Ich denke mal, ich werde hier hingehen. Dann schlägt er mich, dann schlag ich. Und dann passiert erstmal nichts. Oder ist es klug? Eigentlich ist es halt natürlich nicht so klug, hier so einen einzelnen Bauern drin stehen zu haben. Ich gehe lieber zurück hierhin. Ich gehe zurück. Er fesselt mich. Die einzige Möglichkeit, diese Fesselung aufzuheben, ist, hier Druck zu machen. Und ich denke, das werde ich tun. Scheiße. Warum spiele ich eigentlich so Kacke in letzter Zeit? Kann mir das mal jemand erklären? Also wahrscheinlich Psychologie, aber. Also ist irgendwie schlecht. Ich rücke natürlich zur Seite, damit mein Turm hier nicht noch genommen wird. Ja, und jetzt. Wow! Also. Jetzt kann ich hier gar nichts machen, oder was? Wie soll ich denn jetzt hier unter Druck kriegen? Ich muss den ja auch schützen. Kann ihn aber nicht schützen. Wie denn? Boah, ich stehe so kacke. Ich geh mal hier hin. Ja, wahrscheinlich versucht er jetzt hier durchzuballern oder so ein Scheiß. Ah, Mann. Okay, konzentrieren. Nicht jetzt irgendwie denken, okay, ich spiele eh immer Scheiße und ich hasse mein Leben. Nein. Was jetzt passieren muss, ist, ich muss hier gewinnen. Irgendwie muss ich hier das Ruder zurück an mich reißen. Jetzt verliere ich dann dadurch natürlich einen Turm. Aber besser als irgendwas anderes, oder nicht? Moment, wenn ich hier hinrücke. Angenommen, nur angenommen. Dann schlägt er mich vielleicht. Dann kann ich nicht zurückschlagen. Dann stehe im Schach. Doch, dann kann ich nur mit der Dame. Nee, das ist nix. Wenn er mich ausschlägt. Ja, das ist nix. Das ist nix. Jetzt hier wegrücken vielleicht. Nach vorne wäre der einzige Weg. Schenke ich den komplett weg. Ich verliere jetzt halt 8 und er verliert 6.
Insgesamt bin ich dann minus 4, minus 3, irgendwas, keine Ahnung. Minus 3, glaube ich. Das ist natürlich scheiße, aber was soll ich denn jetzt gerade überhaupt machen? Okay, ich muss irgendwie zurückfinden in dieses Spiel. Gibt's ihn. Macht ihr irgendwas gerade hinten angreifbar? Gut, ich könnte ihn natürlich spontan mal Schach stellen, würde mir natürlich nichts bringen, weil er einfach sitzt. Und ich einfach geschlagen würde. Aber ich denke mal, der ist gleich Geschichte, dieser Springer. Oder, ja, doch, die beiden müssten ja da eigentlich weg sein, wenn er das Manöver durchzieht. Ich könnte auch hierhin. Hierhin drauf machen. Würde er auch sofort durchschauen. So, wie ist das denn jetzt mit diesem Feld? Moment, jetzt muss ich aber mal ernsthaft nachdenken. Ich würde gerne hier so einen Spieß machen. Aber wie kriege ich das denn jetzt hin? Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Ich mache jetzt erstmal einfach Druck. Hier darf ich natürlich nicht weg, ist klar. Wir kennen das Problem. Ja, ich würde hier gerne Druck machen. Mir ist klar, dass der hier steht, aber ich denke, man ist gleich weg. Noch ist nichts entschieden. Es sieht deutlich besser für ihn aus oder sie. Bin ich immer. Männliche Form einfach mal sagen. Jetzt kommt so eine Springergabel, das ist natürlich fantastisch. Das darf nicht wahr sein, also es kann gut sein, dass ich gleich hardcore auseinandergenommen werde, falls ich nicht schon mitten dessen in darin bin. Kommt man auf sowas raus? Jetzt verteidige ich natürlich auch nur, werde ich irgendeinen offensiven Schritt machen können? Ich glaube, die Antwort ist nein. Ja, such dir einen aus. Mir egal. Scheiße. Was ist der hier unten fällig? Ist ja klar, ne? Okay, es sieht scheiße aus. Ich bin minus 6, glaube ich. Ja. Ist natürlich noch minus 4, aber gleich minus 6, wenn er hier schlägt. Und ich zurückschlage. Also, er hat diese Partie eigentlich gewonnen. Hat beide Türme weggenommen. Jetzt wird er hier ein bisschen abtauschen. Und das war's dann. Jetzt geht das hier nicht mit Schlagen.
Wie komme ich jetzt mental wieder in den Zustand, dass ich hier irgendwas reißen könnte? Ich meine, es ist ja einfach nur unmöglich. Warum gehe ich denn hier hin? Ey, wenn ich hier hingehen will. Scheiße, Mann! Wie komme ich jetzt zurück? Wie kommt man aus sowas wieder raus? Ja, der Spieß. Ich muss diese Sache mit dem Spieß probieren. Sowas und dann so. Wenn er das nicht meilenweit gegen den Wind riecht, dann wäre gut. Aber wahrscheinlich wird das riechen. So, jetzt nehme ich mir erstmal hier einen Bauern. Kriege ich aber sonst nichts. Das gefällt mir alles nicht. Ein Springer, zwei Läufer, eine Dame. Was kann ich damit denn mobilisieren? Vielleicht ist die einzige Möglichkeit, jetzt irgendwie zurückzukommen, wirklich den Angriff zu suchen. Jetzt kann ich nicht mehr weg, okay. Moment mal, ich gehe hier hin und der König ist Schach. Dieses Feld kann er nicht betreten und dieses Feld nicht. Bin ich komplett bescheuert oder wäre er matt? Jetzt mal ganz im Ernst. Ist der matt, wenn ich hier hingehe? Alter. Also das war ja wohl die beste Partie aller Zeiten. Ich spiele komplette Scheiße zusammen. Mache am Anfang den Riesenfehler, der mich das Spiel kosten muss. Wir können gleich nochmal reingucken, direkt. Dann kann ich nicht. Okay. Und dann setze ich ihn randomst matt. Mit zwei Läufern. Alter, dieses Format hält wirklich ein paar Überraschungen auch für mich bereit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gibt es nicht. Wirklich minus 5 bin ich, ne? Das ist eigentlich fast gelaufen. Er steht mir hier im Vorgarten drin. Ich mache wirre Sachen. So. Wild. Eine chaotische Partie, in der beide Spieler viele Gewinnmöglichkeiten hatten. Vor allem ein Spieler hatte hier sehr viele Gewinnmöglichkeiten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man sieht ja auch hier drei Patzer, ne? Alter. Oh, wir hatten genau die gleiche Genauigkeit. Okay, das ist faszinierend. So, ja, hier am Anfang ging es ja so los, wir erinnern uns. Das ist offenbar ein harter Fehler. Ich weiß nicht warum. Ach ja, doch. Nein, ich weiß warum. Das wusste ich auch schon da. Muss mich jetzt nicht dümmer stellen. Denn ich bin hier matt. Hier steht es auf M1. Hier bin ich matt. Wenn er hier die Dame hinstellt, kann ich nichts machen. Aber er war dumm genug, nichts zu tun. Und das ist auch wieder ein Fehler, weiß jetzt nicht genau warum. Ja, okay. Naja, wobei, nicht so richtig. Check ich nicht. Okay, egal. Ich war hier die ganze Zeit leicht und überlegen und dann mache ich diesen Schritt hier. Und das ist offenbar ein riesiger Fehler, denn ich werde hier natürlich bedroht. Das war schon schlecht wieder. Keine Ahnung warum. Aber dann ist der doch weg. Oder habe ich hier irgendeinen Vorteil von? Nee, keine Ahnung. Dann setzt er mich hier weiter unter Druck. Jetzt sieht es richtig, richtig schlecht aus für sehr lange Zeit. Und dann am Ende. Also, das ist eine Sache, dass er das übersieht. Ich hätte ihm sogar zugetraut, dass das eventuell Absicht war. Weil er dachte, den Bauern brauche ich nicht. Mir ist jetzt wichtiger zu rochieren. Aber dass dann dieser Zug kommt, der hier nichts bewirkt, also außer den hier abzuschirmen, ist schon faszinierend, weil ich dann mit diesem einzelnen. Z also, das ist ja. Das ist, ich habe noch nie jemanden so matt gesetzt. Noch nie. Genial. Na gut.
Ich dachte, wir verkacken mal wieder, aber wir haben es gepackt irgendwie. Und ich weiß nicht genau wie, aber es hat geklappt. Vielen Dank fürs Zusehen. Es war eine interessante Partie und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns, wir sehen uns das nächste Mal bei Road to 100. Nein, Road to 1100. Wow, die Abmod war fast gut, aber dann noch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Okay, ciao, Leute.